Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu Euro Truck Simulator 2. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir fahren heute aus Travemünde nach Stettin, nach Polen. Haben Ahornsirup aufgeladen und ja, in der letzten Folge sind wir zum ersten Mal nach Travemünde angekommen. Und ja, jetzt verschlägt es uns zum ersten Mal nach Polen, sprich nach Stettin. Mal gucken, dass wir hier gut rauskommen. Hafenbereich von Travemünde sind wir. Und ja, machen uns jetzt auf den Weg. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich, während wir nach Stettin fahren in Polen. So, einmal hier den Checkpoint verlassen. Und da wollen wir mal gucken, dass wir nach Stettin kommen. Ich weiß nicht, wie wir dahin fahren. Ob das jetzt irgendwie über Landstraßen sein wird oder auch über die Autobahn. Das weiß ich jetzt nicht. Deshalb, also ich fahre ja auch die Strecke zum ersten Mal. Dementsprechend wisst ihr schon mal Bescheid, dass ich die Strecke gar nicht kenne. Mal gucken, dass hier nichts ist. Gut, wir können rüber. Mit unserem Ahornsirup nach Stettin. Ich bin mal gespannt, wie das in Polen aussieht. Da bin ich auf jeden Fall mal richtig gespannt. So, jetzt dürfen wir 60 fahren. Und beschleunigen natürlich auch mal auf 60. Und ja, Leute, die Gegend sieht sehr gut aus. Es ist morgens. Morgens um 10 vor 5. Ja, ganz früh. Tempomat habe ich jetzt drin. Ja, und da geht es wahrscheinlich jetzt schon auch auf die Autobahn. Was ich auf jeden Fall gut finde. Oh, wir waren überholt. Okay. Oh, das war aber knapp. Oh. Oh Mann. Der hat nicht mehr geblinkt, meine ich. Das war echt knapp auf jeden Fall. Ja, wie ihr seht, es wird immer besser. Ich komme immer besser voran. Und bin mehr vertraut mit dem Spiel. So, hier mal abbiegen. Richtung Rostock wird uns hier angezeigt. Oh! Oh! Das war knapp. Oh Mann. Gut. Weiter geht's. Wie man sieht, sind meine Fahrkünste schon besser geworden. Wir fahren jetzt einmal auf die Autobahn. Sind jetzt auch auf der Autobahn. Mal, mal Spiegel checken. Oh, 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 das war knapp. So. Sind wir denn jetzt auch auf der Autobahn? Und jetzt wollen wir auf die 80 km/h kommen. So. Ja, der LKW kommt ganz gut hoch. So ganz normale ebene Strecken, da ist der LKW ganz gut. Wie auch zu anders erwarten. Oh, ein Liegenbleiber. Schön Warndreieck aufgestellt. Sehr vorbildlich. Da unten stand sogar einer draußen. Wahnsinn. Ich dachte, Personen werden nicht animiert. Beziehungsweise überhaupt gezeigt. Da sind sie auch schon auf der Autobahn. Und sind auf jeden Fall fit für Stettin. Ich bin echt mal gespannt, wie das da aussieht. Ich war noch nie in Polen. Wer schon mal in Stettin war, kann gerne in die Kommentare schreiben. Ich war noch nicht da. Werden mal sehen, wie es da aussieht. Und 15.000 Euro haben wir auch schon zusammen. Also Ziel ist natürlich weiterhin Geld sparen, Kredite bezahlen. Und wenn dann auch was übrig bleibt, einen weiteren LKW dazu kaufen. Ich weiß halt noch nicht, ob ich dann einen guten sperre. Oder ob wir Hauptsache LKW sagen und kaufen und dann noch einen Mitarbeiter einstellen. Dass der dann auch noch Geld für uns verdient.
Das müssen wir mal sehen. So, Rostock Quest fahren wir jetzt vorbei. Entspannt mit unserem Scania 370R. Und da vorne müssen wir die Autobahn verlassen. Einmal hier rechts. Und geradeaus Richtung Rostock Süd, Überseehafen. Okay. Tempomat ist drin. Und hier rechts. Geht ja auch nur nach rechts. So. 50 dürfen wir. Wollen wir mal schauen, dass wir auf die richtige Autobahn so schnell wie möglich kommen. Sind wir auch schon auf einem guten Wege. Ein bisschen weniger los heute auf der Autobahn, was uns sehr freut, weil wir dann der Gefahr vermeiden, dass wir nicht aufgehalten werden, irgendwie von irgendwelchen Unfällen oder Staus, Baustellen, was auch immer, mal schauen. Noch sieht das auf jeden Fall gut aus. Oh. Oh, oh, ein bisschen zu schnell sind wir. Rechts sieht gut aus. Blinken wir schon mal. Und jetzt Vollgas. 60 dürfen wir bis an die Grenze. Ich glaube, das war es wohl mit Autobahnen. Jetzt müssen wir nur noch Landstraßen fahren. Okay. Ist ein bisschen zu schnell. Jetzt geht es weiter. Entspannt schön hier Landstraße fahren, Leute. Oh, wir sind wieder ein bisschen zu schnell. Das ist der Tempomat. Übrigens, ich habe den ja auch auf 60 eingestellt, aber der fährt ein bisschen zu schnell noch. So, Tankstelle. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass alle Tankstellen irgendwie blau sind. Ich weiß nicht, ob das bis jetzt nur so aussieht oder ob es Zufall war, dass ich nur die gesehen habe. Ich weiß das nicht. Sehen alle so blau aus und heißen alle GOP. Ich weiß nicht. Vielleicht kommen ja später noch andere dazu. Wir fahren jetzt auch nach Polen, ne? Dann wollen wir mal gucken, was es da gibt. Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Händler. Auch ein bisschen schneller können wir, aber ich beschleunige nicht mehr direkt auf 60. Wir hatten auf 58 irgendwie. Jetzt geht es bergauf, jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Da sehen wir auch, der LKW geht ganz schön in die Knie. Boah, der kommt kaum noch hier hoch. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Guckt mal, ich fällt gerade mal 25. V8.
Wahnsinn. Da muss der LKW richtig arbeiten. Oh. Kaputtes Schild. Nee, eine Leitplanke. Okay. Sah irgendwie so kaputt aus, wie so ein Kurvenschild, der kaputt ist. Ich denke mal, nach dieser Aufgabe werden wir auch Level 5 erreichen. In der letzten Folge waren wir ja schon ein bisschen über die Hälfte, meine ich, an EP-Punkten hatten wir zusammen. Dass wir fast Level 5 sind. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Muss mal gucken, dass wir schon auf die 60 kommen. Und jetzt. Tempomat drinne. Und jetzt versuchen wir mal so zu rollen. ...130 Kilometer haben wir noch ungefähr. Bis wir in Stettin ankommen. Zum ersten Mal natürlich. In Polen. Ich bin echt mal gespannt, wie das da aussieht. Und wie das mit dem Verkehr ist. Ob wir links... Nee, jetzt... Linksverkehr haben wir jetzt nicht. Das wollte ich sagen eigentlich. Aber bestimmt andere Geschwindigkeiten. Linksverkehr gibt es ja nur in England. Beziehungsweise in Großbritannien. Oh, da ist ein Unfall. Haben wir die Spiegel rüber. Mal gucken, Spiegel. Sieht sauber aus. Blinken wir mal nach links und ja, schlängeln uns mal so vorbei. Ging auf jeden Fall leicht. Oh, hier müssen wir mal aufpassen. Ich mache mal auf Leerlauf. Ist ein bisschen scharf die Kurve hier. Jetzt können wir wieder Gas geben, da es bergauf geht. Da verlieren wir so oder so Geschwindigkeit. Auch wenn wir Gas geben. Wen wundert's? So. Jetzt wären wir wieder ein bisschen schneller. Eine Hügellandschaft hier, muss man schon sagen. Auf- und Abfahrt die ganze Zeit hier. Und wie ihr seht, mit dem LKW haben wir auch schon 2463 Kilometer. Sprich, wir haben die 2500 im Visier, erreichen die auch fast. Die gefahrenen Kilometer mit unserem LKW. Jetzt rollen wir eigentlich nur noch. Wir haben zwar Tempomat an, aber der Tempomat kann das nicht halten. Die 60, also wird das lieber schneller. Aber jetzt geht das wieder. Und wir müssen in Zukunft auch mal einen Rasthof aufsuchen. Aber das, denke ich mal, schaffen wir noch so. Und dann werde ich das bestimmt offstream machen. Also, sprich, wenn ich dann nicht aufnehme, wenn ihr nicht sehen könnt, werde ich dann schlafen gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt sehen wollt, deshalb mache ich das dann so offstream und werde nur die Fahrten quasi aufnehmen. Zwischendurch mal kommen wir nicht drum herum, wenn wir mal während einer Fahrt sind, dass wir dann mal einen Schlafplatz aufsuchen müssen. Das ist so. Aber wenn ihr die unbedingt sehen wollt, die Aufnahmen, gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann das dann gerne mit reinpacken, wie wir einen Rasthof besuchen. Miroslav Z. konnte keinen Auftrag finden und musste ohne Lieferung zurückkehren. Oh. Kosten für Kraftstoff und Wartung betragen minus 571 Euro. Okay, nicht gut. Aber ist halt so. Nicht immer können sie Aufträge finden. Ich glaube, die müssen auch, die können nur da Aufträge finden, wo wir eine Garage haben. Sprich, wir haben jetzt in Hamburg eine Garage. Immer wenn sie aus Hamburg aus starten, haben sie Aufträge. Oder nach Hamburg, denke ich mal, nach Hamburg aus. So, und das geht nur, wenn wir eine Garage da haben, Start- oder Zielpunkt. Denke ich mal, also so habe ich das gelesen. Deshalb lohnt sich das, mehr Garagen zu haben. Was wir in Zukunft auch angehen müssen und werden, weil wir ja expandieren wollen und
dementsprechend auch mehr LKWs brauchen dann. Und mehr LKWs bedeuten mehr Garagen, ne? Ein Hin und Her, Leute, ihr wisst schon. Deshalb kommen wir nicht drum herum. Und da haben wir die 2500 Kilometer mit unserem LKW geknackt. Sogar ein bisschen drüber. Oh, jetzt sind wir fast 70 km/h hier. Obwohl ich den Tempomaten anhabe, also nicht wundern. Aber wir nehmen natürlich gerne diese Geschwindigkeit mit, die wir für umsonst kriegen, ohne Gas zu geben. Ne? Das ist ja halt, der rollt halt selber runter. Und das nehmen wir gerne mit. So, nicht mehr lange und dann sind wir auch in Stettin. In Polen. Ich bin echt mal gespannt, wie es in Polen aussieht. Jetzt nochmal auf die Autobahn hier. Autobahn nach Polen. Oh, 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 oh. Sehr gut, hat noch gut geklappt. Ja, das Ahornsirup wird da erwartet. Sind wir noch mal gut um die Kurve gekommen. Jetzt können wir Vollgas geben, Leute. Ich bin mal gespannt, wie schnell wir auf Polens Autobahn und Landstraße fahren dürfen. Oh, Scheibenwischer. Wollte ich jetzt nicht. 80 dürfen wir. Ich glaube, wir sind noch hier. Ah, da, Autobahn, Kolabasco. Wir sind noch in Deutschland. Und da stand ja schon Autobahn, Kolabasco. Pasco oder wie das hieß. Und ab da sind wir dann wahrscheinlich in Polen. Autoport Kolpaskowo. Okay. Ja, hier ist die Grenze. Polen, Deutschland, EU. Alle Fahrten hier vertreten, die zu dieser Grenze gehören müssen natürlich. Oh. Was steht da jetzt? Wie schnell dürfen wir fahren? Polen? Willkommen in Polen. Okay. Ja, schon mal eine andere Tankstelle auf jeden Fall. Das ist gut. Und scheinbar dürfen wir hier bis jetzt auch nur 80 fahren. Aber auch nicht schlimm. Wir sind schon gleich da in Stettin. Die Autobahn ist gleich vorbei. Okay. Ja, da sind wir in Polen. Sieht schon ein bisschen anders aus wie alles. Ne? Da. Szczecin. Ich weiß nicht, ob das auf Polnisch so ausgesprochen wird. Ich bin kein Pole, Leute, sorry. Erstaufenthalt in Stettin. So heißt es jedenfalls auf Deutsch. Oh, ein Iveco-Händler ist da. Oh, die Straßen sind hier schon ein bisschen anders. Und alles ein bisschen altbackener hier in Stettin. Aber die Geschwindigkeiten sind noch gleich. 50 in den Innenstädten, 80 auf Autobahn bis jetzt. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmeregelungen. Ich weiß das nicht, aber bis jetzt ist das so, wie wir das hier gesehen haben. 80 und 50, nichts Besonderes. In London ist das ja wieder ganz anders, ne? Wenn wir da sind, in Großbritannien. Da ist ja Rechtsverkehr, ne? Und dann ist das natürlich eine ganz andere Herausforderung. Aber hier in Polen ist das wohl nicht so großartig anders als wie in Deutschland. Und da sind wir auch fast bei der Spedition Euro Goodies. Oh, schön breit die Kreuzung, da konnten wir gut vorbeifahren. Ah, hier ist ein verstecktes Gebäude. Mal gucken, was das ist. Oh, komm, wir schaffen das noch. Okay, gut. Naja, hätten wir nicht bremsen müssen eigentlich. So doll. Und einmal rechts checken. Links, rechts und links. Sehr gut. Bin nochmal gut vorbeigekommen. Und da sind wir. Und da ist auch so ein verstecktes Gebäude.
Coca-Cola-Auflieger, sehr schön. Dank dem Mod, den wir hochgeladen haben. Auf Nummer sicher gehen machen wir mal. Ihr wisst ja, das andere, da bin ich noch nicht so gut. Deswegen muss ich noch ein bisschen üben. Also mit dem Parken und so, ne? Da gibt es ja noch andere. Und ich habe immer den mittleren meistens. Wenn ich denn nicht schon von der Fahrt ausgelaufen bin, sonst mache ich immer das Überspringen auch mal gerne. So rüber. So. Fahren wir mal zurück. Jetzt guck mal. Ja, ist ein bisschen schwieriger als ich dachte hier. Geklappt. Sehr schön. Und damit ist die Aufgabe auch erledigt. 312 Kilometer sind wir gefahren. Und Bonus für Fernfahrt haben wir nochmal extra Kohle bekommen. Okay. Oh, wir sind schon Level 6 geworden. Auch sehr schön, wie wir das schon so gedacht hatten. Sehr schön. 8700 Euro, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich beim Daumen, Abonnement freuen. Und ansonsten, Leute, ich bin raus. Ciao.